Ja, hallo, ich grüße euch. Und zwar habe ich mir einen Laser Engraver gekauft, einen Atom Stack 5 Pro. Den gab es bei Kaufland, habe ich den günstig bekommen, weil es gibt ja schon wieder ein Nachfolgemodell, nicht? Also der hat 5 Watt Ausgangsleistung. Da steht zwar mal 40 Watt, aber das stimmt nicht. Die eigentliche Leistung ist 5 Watt. Aber man kann damit auch Metall gravieren. Das fand ich jetzt besonders interessant. Mal meine Augenbrauen richten. Ich kriege jetzt graue Augenbrauen. Ha. Ja, wollen wir das Ding mal angucken. So, da habe ich den Karton. Der ist noch zu. Hier habe ich übrigens schon mal mit meinem Synthesizer ein bisschen rumgespielt. Das ist ja dieser Korg Minilogue XD. Der kann ja besonders viel, der hat sogar eingebaute Effekte und es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man jetzt das nur so als Hobby betreibt. Klingt auch gut. Und ja, da habe ich jetzt einfach nur Kopfhörer dran. Ich wollte mal ein bisschen mit rumspielen halt, ne? Muss mich da mit der Bedienungsanleitung auch noch auseinandersetzen. So, jedenfalls ist das hier jetzt der Laser Engraver und Cutter, der kann auch schneiden, der kann Holz schneiden, angeblich sogar dickes Holz, aber ich habe auch schon in den diversen Videos, die es dazu gibt, gesehen, dass also mit der Dicke, das interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Ich will kein dickes Holz schneiden, das stinkt so. So, da ist das Ding. Ich hoffte, eine Rechnung zu finden, sehe aber leider keine. So, dann haben wir hier jedenfalls eine Anleitung. Installation Manual, Englisch, Deutsch, Französisch. Warte, ich mache mal das große Licht. Oder das hohe Licht. So groß ist das ja gar nicht. So, was haben wir hier? Englisch. Deutsch, Schritt, da, Sicherheit. Gut, also ist es tatsächlich auf Deutsch. Es liest sich auch wie Deutsch. Mit Bildern und wie man das zusammenbaut. Soll wohl eine halbe Stunde dauern. Das kenne ich auch von den 3D-Druckern, da war das auch so, nicht? Man kriegt halt so ein paar Einzelteile, dann schraubt man die halt zusammen und dann. Ja, da gibt es dann die Software Lightburn, die wurde mir wärmstens empfohlen, die kostet so 50 Euro zwar, aber die soll wohl super sein, nicht? Da kann man also das meiste aus dem Gerät herausholen. Jo. Naja, was gibt es hier für Teile? Also hier diese lila Schienen. Dann hier so, das ist auch Metall. Montageteile. Dann ist hier so ein Beutel mit Teilen, Schrauben. Hier ist weiß nicht, wozu das Holz ist. Vielleicht, das ist vielleicht zum Testen. Das sind so drei Platten. Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel, Kabelbinder, das ist natürlich auch wichtig. Dann haben wir, ja gut, hier ist noch ein großes Metallteil. Netzkabel. Das ist die Lasereinheit, würde ich mal tippen. Ah ja, hier steht ja auch Atom Stack.
Netzkabel, eine Brille, wohl auch wichtig, weil Laser, ne, sind ja gefährlich für die Augen, besonders diese starken Laser, ein USB-Kabel und das hier ist ein Pinsel. Und ein Netzteil. Ist alles so lila. Das würde die Laura freuen, meine neue Nachbarin. Die ist total lila-Fan. Fahrrad lila, Kinderwagen lila. Ja, hier, das ist das. Auch noch ein Netzteil. Vielleicht gibt es da mehrere. So, dann ist ja gut, das gehört dazu. Das ist dieses Ding. Das ist wichtig, das ist zum, um die Feuchtigkeit zu binden, damit da nichts korrodiert, ne, damit da nichts anfängt zu rosten. Das ist, die kann man übrigens auch, ich habe die im Auto drin. Ne? Nahe beim Airbag-Steuergerät habe ich ein paar reingemacht, weil diese Steuergeräte sind auch empfindlich gegen Feuchtigkeit. Nicht bei meinem Opel Agila, da hatte ich ja das Steuergerät. Ich musste das ja neu programmieren lassen für über 400 Euro. Ne? Wahnsinn. Haben sie mich, glaube ich, ganz schön abgezogen. So, naja, keine Rechnung drin. Schade. Ich mache nämlich gerade meine Steuer, da hätte ich die gut gebrauchen können. Ja, das war's schon. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ich jetzt also so einen Laser Engraver mir gekauft habe. Ich habe übrigens meine beiden 3D-Drucker, ne? Die Mega Zero 2.0 hatte ich zwei Stück, habe ich beide verkauft, weil die waren mir einfach zu langsam. Ne? Das hat zwar auch Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, aber das war mir einfach zu langsam. Da gibt es ja jetzt neuere Modelle, die sind wesentlich schneller. Gut, dann war's das. Bleibt schön gesund und erfreut euch des Lebens, so gut es eben geht. Und bis bald.